whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Hallo und herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Heute habe ich mal wieder einen Amerikaner auf dem Fass. Aber keinen Amerikaner, den wir bis jetzt so hier im Blog gehabt haben. Und zwar ist das der Cody Road Whiskey. Es ist ein Distillery-Produkt, also kein NDP. Und zwar kommt der von der Mississippi River Distilling Company. Ist eine kleinere Brennerei, zählt also zu den Craft-Brennereien. Und ich zeige euch jetzt mal die Flasche. Es ist ein 100% Rye Whisky. Und sieht man, es ist ein Batch Whisky. Falsche Seite. Batch Whisky, Batch Number 2, Bottle Number 279. Und er ist von 2015. 100% Roggen, glaube ich, hatte ich noch nicht. Vor ein paar Tagen, für mich gestern, für euch ein paar Tage, war das der 1770 Cask Rye. Der hatte 90% und jetzt habe ich sogar 100% Roggen drin im Glas. Dann gehe ich mal ein bisschen auf die ein. Ich war leider nicht da. Ich bin 3500 Meilen durch Nordamerika gefahren, aber da war ich nicht. man kann nicht überall hinfahren. Roggen kommt alles aus Illinois. Jetzt gibt es da ein paar mehrere Quellen. Ich habe natürlich überall mal geguckt. Die einen sagen 100% Roggen aus Illinois. Die anderen sagen 25 Meilen Radius um die Brennerei kommt der Roggen her. Was jetzt ein bisschen komisch ist, weil der ist direkt an der Grenze. Das heißt, 25 Meilen ist nicht alles innerhalb vom Staat. Aber ja, und die letzte Quelle, die ich gefunden habe, ist ja gleich auf dem Hügel hinter der Brennerei kommt das Getreide her. Egal was es ist regional angebaut und die Leute schauen drauf. Darum geht es uns ja auch. Worauf ist es destilliert? Es ist wieder mal eine der Kote-Destillationstechniken, und zwar eine Pot-Still und eine Column-Still zusammen. Die Kote-Destillationstechniken, die sieht man jetzt vermehrt bei diesen Craft-Brennereien, denn sind einfach eine preiswerte Investition und man kann mit ihnen super Whisky machen. Also wer da schon mal den Koval, also die mehrere Vorzeigemarke von Kote Destillationstechnik oder sich die, hier probiert, merkt also mit der Kote Destillationstechnik, da kann man guten Whisky machen. Slurs hat übrigens auch eine Kote Destillationstechnik, aber die haben nur Pot Stills. Dann habe ich mir ein bisschen umgeguckt und geschaut, worin lagern die Dinger, die ihren Whisky eigentlich, weil das ist immer das Wichtige, Rohmaterialien, brennen und lagern, ist immer wieder das Gleiche. Und sie lagern es in keinen normalen ASB, also keinen normalen American Standard Barrel, sondern in kleineren Fässern. Und zwar sind es 30 Gallonen Fässer. Und haben 114 Liter im Gegensatz zu dem, was wir so von Jack Daniels, Jim Beam kennen. Das sind 200 Liter Fässer. Also die haben mehr Fass für den Liter Whisky, also mehr Holz, das den Whisky beeinflusst pro Liter Whisky. Also sollten wir eigentlich ein bisschen mehr Fass Einfluss haben. Obwohl ich denke, bei 100% Roggen wird es tendenziell auf der Roggenseite sein. Und die letzte Sache, die ich noch gefunden habe, ist, schreiben sogar hin, wer alles mitgeholfen hat beim Abfüllen, weil sie halt so eine kleine Brennerei sind, die halt noch auf Freiwillige setzen. Und da habe ich gefunden, Batch Number 2, bottled on January 13th, also Januar den 13., bei Martha, Bob, Mary, Stacy, Mike, Scott, Ryan and Gareth. Thank you for bottling my whiskey. Korken, Plastikkorken, und zwar riesig. Also wir hatten sehr großzügige Ausschenköffnung. Sagt leider nicht, wie alt er ist. Ist kein Bourbon, das heißt, theoretisch könnte auch Färbungsmittel drin sein. Habt ihr jetzt leider nichts zu gefunden. Ich gehe aber davon aus, dass es eigentlich nicht gefärbt ist. So eine tiefdunkle Farbe hat er jetzt auch nicht für frische Fässer. Lassen wir uns einfach vom Geschmack überzeugen. Oh, ja. Wieder Wald. Definitiv das Erste, was man riecht. Moment, man steht im Wald. Aber im Gegensatz zum letzten Mal mit dem hohen Roggenanteil, den hatte ich
also von mich aus gesehen hatte ich den gestern, lässt sich jetzt gut vergleichen, ist der ein bisschen frischer. Also ich würde jetzt sagen, Wald am Morgen, so mit Morgentau und Nebel. Ja, leichte süßliche Note ist auch noch mit dabei. Definitiv so Kräuter, ich würde jetzt sagen, so ein bisschen, geht ein bisschen Richtung Wacholder. Wacholder habe ich jetzt im englischen Tag nicht gesagt. Das lag aber daran, dass ich jetzt nicht wusste, was Wacholder auf Englisch heißt. Muss unbedingt nachschlagen. Für Roggenwhiskys finde ich das ziemlich wichtig. Also mich erinnert diese Roggenwhiskys mit hohem Roggenanteil so ein bisschen an Gin. Und ja, eine leichte Eichennote ist dahinter noch. Also, hat auch so ein leichtes Kitzelnis mit seinen, was hat er, 40%. Hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Er ist nicht so, bumm, hier bin ich würzig, sondern er ist so, ja, man probiert ihn. Würzigkeit steigt an, erreicht dann irgendwann einen Höhepunkt, lässt jetzt langsam nach. Und man hat Wacholder, Pine, also Nadelgehölz, Kiefern. Und so eine ganz, ganz leichte Süße noch im Hintergrund. Ja. Was interessant ist, ist, dass der eine schöne Mischung hat aus so einer Würzigkeit, aber gleichzeitig noch so eine gewisse Frische hat. Wacholder lässt sich jetzt ganz gut festnageln, das ist auch, hat eine gewisse Würze, aber man merkt, es ist irgendwo so in Richtung dieser ätherischen Öle, Eukalyptus. Die Richtung geht das alles. Sehr interessant. Also wirklich für so eine junge Brennerei, die noch wahrscheinlich relativ wenig Erfahrung haben. Ich weiß jetzt nicht, wer dann der Brennmeister ist. Aber junge Brennerei, muss ich sagen, tolles zweites Produkt, was sie auf den Markt gebracht haben. Ersten Batch, glaube ich, war nicht für Deutschland. Zweiten Batch haben wir jetzt importieren können. Gibt es bei uns im Shop, wenn es euch mal interessiert. Schaut mal vorbei. Und vielen Dank fürs Zusehen.